Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der GCV. Und ich bin immer noch dabei, hier die Flüge rauszupopeln aus der Geschichte da, aus dieser Nische, nachdem die ja da so hin und her geflogen sind wie Sau. Und jetzt versuche ich da gerade mal. Ja, ich versuche da irgendwie halt dran zu kommen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Doch, eigentlich bin ich mir sicher, wie ich das mache. Ich passe nämlich wieder außen. Das geht ja gar nicht anders. So, ich will jetzt erstmal den einen so drehen. Dann haben wir den nämlich einmal schon mal so hingelenkt, dass ich den einen Flug auf jeden Fall rauskriegen müsste, oder? Bitte, bitte, lass mich. Ja. So, der eine Flug ist schon mal. Der hängt schon mal dran. Das passt schon mal. Dann können wir den schon mal rauslegen. So, und jetzt müssen wir uns um den anderen Flug kümmern, der komplett verdreht da drin ist. Und da bin ich jetzt echt gespannt, was jetzt gleich passiert, weil manchmal hat man das ja so, dass sich das Fahrzeug halt, also nicht was angekuppelt wird, dreht, sondern das Fahrzeug, was ankuppelt, dass das sich irgendwie verdreht oder so. Mal schauen. Wahrscheinlich kriege ich hier gar kein Ankuppelsignal. Ich darf das Teil einfach zurücksetzen. Der ganze Spaß, den ich mir hier gerade erlaube, ist total umsonst. Weil das Teil einfach so krass auf der Seite liegt. Aber ich schieb's mal weiter raus. Ja. Das sieht schon mal einigermaßen gut aus, ne? Es kann natürlich sein, ich mache mir mal die Steuerung weg. Es kann natürlich jetzt immer noch sein, dass es nicht funktioniert, weil das verdreht ist. Doch, da geht's. Siehst du, jetzt hat er es genommen. Jetzt hat's geschnasselt. So, der war wirklich, keine Ahnung, wie der verdreht war. Kann ich ihn abkuppeln jetzt? Ja, jetzt kann ich ihn abkuppeln, so. Der war anscheinend mega, mega verdreht und, keine Ahnung, höchstwahrscheinlich, wie gesagt, also, wahrscheinlich dadurch, dass die Biogasanlage da gesetzt worden ist, hat er sich verdreht und deswegen, ja, hat er also seine Schmerzen und Probleme, keine Ahnung. So, hier vorne ist Stau. Stau bis nach Meppen. So kann man natürlich auch sehr, sehr viele CP-Fahrer gleichzeitig am Start behalten, wenn man sie einfach irgendwo in den Stau stellt, damit sie nicht weiterkommen. So, Feld 19 vom Hof. Zack. Das ist die Strecke, die wir erstmal haben wollen. Die fährst du einfach ab. Fahr mal zum ersten und sag mal Bescheid, wenn du da bist. Und ich will mal gucken. Du bist hier an deinem Trigger angekommen. Ne? Das ist schon mal gut. Die brauche ich eh gleich. Das heißt, Fahrzeuge, die ich gleich brauche, kommen erstmal auf die Seite. Das ist hier mein neuer Seitenparkplatz. Das ist zwar nicht angedacht gewesen von mir, dass es der neue Seitenparkplatz ist, aber das ist jetzt der neue Seitenparkplatz. Du fährst gleich weiter durch, das passt. Du hast auch keinen Job, ne? Du fährst einfach nur hierher, ne? Ja, alles klar, du hast auch keinen Job, du fährst nur hierher und möchtest eigentlich gerne wahrscheinlich wieder Saatgut auffüllen, weil du deine Luke gleich öffnest. Aber den Wunsch kann ich dir auch noch nicht erfüllen. Du wirst dann später auf dem Feld 1 gebraucht, sobald das denn soweit ist, dass dort jemand drauffahren kann und das dementsprechend dann aberntet, beziehungsweise wieder was drauftrillt. Was ich jetzt als nächstes brauche, sind Fahrstrecken, die zum Feld 8 hochgehen, ne? 8 oder 18? 8 oder 18, ich bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall müssen wir da mal kurz 2, 3 Kurse einstellen, die da hochführen. Was ist hier los? Achso, du bist fertig. Ah, das ist ja cool. Du bist fertig, dann kannst du raus. Und dann kannst du vom Feld 31 zum Hof. Dann brauche ich die Durchfahrt. Ich muss Dünger haben. Ich muss den erstmal wieder vollknallen mit Dünger. Und dann müssen wir zum Händler mal. Ich komme da immer noch nicht dazu. Händler vom Hof. Ich komme da immer noch nicht dazu, die Regale aufzustellen, dass der sich am Hof selber auffüllt. Das ist irgendwie, das passt noch nicht. Fangen wir am nächsten an. Sag mal Bescheid, wenn du da bist. Ah, nee, fang nicht am nächsten an. Fang bitte da an, wo es vernünftig ist. Nicht am nächsten. Ich schicke dich zum ersten. Tschüss. So, sag mal Bescheid, wenn du da bist. Du bist am Ende deiner Route angekommen. Ah, sehr cool, dann bist du ja hier. Das ist sehr, sehr nice. Dann wollen wir mit Emi mich mal kurz das Feld 19 flügen. Was heißt kurz? Das wird schon so ein bisschen dauern, bis er damit fertig ist. Die brauchen ja immer so ein bisschen, bis sie fertig sind mit den Flügen. Aber der fängt ja wenigstens schon mal an. So, Nordwesten Richtung Süden. Ich brauche kein Vogelwende. Das machen wir nicht. Und hier generieren wir einmal den Kurs ganz kurz.
Er startet am 1. Gibt Gas. So, wie gesagt, ich brauche jetzt eine Möglichkeit, um zum Feld 8 hochzukommen. Genau, Feld 8. Da können wir sogar so ein bisschen durchfahren, ne? Und dann so ein Parcours bilden. Das ist ziemlich geil. So, pass mal auf. Jetzt machen wir Folgendes. Die Strecke einmal raus. Ich hole mir Feld 19 vom Hof, damit ich den Startpunkt einmal habe. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur mal den Startpunkt haben. Um dann von hier aus die neue Strecke gleich zu beginnen, dass wir so einigermaßen immer den gleichen Startpunkt haben. Ich weiß zwar auch mittlerweile, dass das schon sehr, sehr utopisch ist, zu sagen, ja, ich mache das mal so, damit ich hier den gleichen Startpunkt habe und so, aber ja, der Wille zählt, ne? So, ich will jetzt einmal kurz die Geschichte hochdrehen, dass wir mal so ein bisschen auf 35 Sachen kommen. Dann fahren wir einmal habe ich eigentlich gar keinen Verkehr? Gibt es hier auf dieser Karte gar keinen Verkehr? Oder gibt es nur Verkehr auf der Bundesstraße, auf der Interstate sozusagen? Sehr krass. Sehr, sehr krass. Ich hoffe übrigens, jetzt sind ja schon wieder ein paar Folgen ins Land gegangen. Ich hoffe übrigens, dass es euch das gefällt, dass ich dieses LP wieder aufgerufen habe. Und nicht komplett die Flinte ins Korn geworfen habe, sondern tatsächlich nur mal eine Pause eingelegt habe. Es ging mir echt, also mal so ein bisschen Real Talk, es ging mir echt auf den Sack, dass ich da den einen Tag, und das war auch noch so, das war vor der Dreamhack, ich wollte vorproduzieren und dann geht mir eine Aufnahme nach der anderen in Knick sozusagen. Da hatte ich echt keinen Bock mehr, ne? Das war echt so, oh, leck mich am Arsch. Und deswegen auch so meine Reaktion. Mittlerweile habe ich ja auch die CP-Version geupdatet. Also bin da ja auch schon um einiges weiter. So, das hier stoppen wir mal. Dann ist das nämlich hier Feld 8 vom Hof. Mittlerweile habe ich das ja geupdatet und so. Und bin jetzt ja da auch auf einer deutlich höheren CP-Version als vorher noch. Und ich bin ganz froh darüber, dass ich es wieder angefangen habe. Es war für mich eigentlich auch... ich weiß nicht, ob ich das... Ja, also ich wollte das LP nicht aufgeben, komplett. Ich wollte es halt erstmal nur pausieren lassen. Die Idee an sich hier finde ich geil. Ja, das macht mir unheimlich viel Spaß, die ganze Zeit mit CP rumzuhantieren und auch mit vielen Fahrzeugen gleichzeitig rumzuhantieren. Es gibt zwar immer mal wieder die Augenblicke, wo dann halt weniger zu tun ist. Aber das ist ja nicht weiter wild. Ne? Das ist ja nicht weiter schlimm. Da kann ich dann ja irgendwas anderes Belustigendes machen. Wie? Ich möchte das nämlich auch gerne nochmal in dieser Aufnahmesession machen. Aber ich bin auch noch nicht zugekommen. Das müsste ich dann mal... Ich weiß noch nicht, ob wir das in dieser Folge noch schaffen. Wahrscheinlich eher in der nächsten. Oder auch eher in der übernächsten. Oder in der überübernächsten. Ich möchte auch gerne noch, auf jeden Fall nochmal durch die Kommentare durchgehen. Und so ein, zwei Kommentare vielleicht mal vorlesen und ein bisschen kommentieren und was dazu sagen. Wobei die meisten Kommentare habe ich ja eigentlich schon irgendwie mal irgendwo mit benannt. Oder bin drauf eingegangen, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ich absolut nicht auf eure Kommentare eingehe, dann schreibt es mir noch in die Kommentare. Nee, aber dann schreibt es tatsächlich nochmal rein und sagt hier, du hast da was überlesen. Ich hatte letztens einen Kommentar, den habe ich auch nur gelesen und sofort alles gelöscht. Da dachte ich mir echt so, was, wie kann man nur so eine Scheiße schreiben? Also manchmal sind die Kommentare, die da so drin sind, die kann man echt in der Pfeife rauchen, ne? Feld 8 war das, ne? Zum Hof. Manche Kommentare kann man echt in der Pfeife rauchen. Da denkt man sich dann echt so. Wirklich, dein Ernst? So, pass mal auf, das kommt raus. Das brauchen wir nicht. Die Frage ist tatsächlich, möchte ich das hiermit. Ne, ich möchte das nicht hiermit machen. Ich mache das anders. Und zwar machen wir das so. Ich stelle den hier erstmal bei. Eigentlich möchte ich das doch damit machen. Eigentlich möchte ich wieder die doppelte Kette haben, quasi. Das Doppelgespann. Feld 8 vom Hof. Zack. Damit, ich werde dann immer selber ranfahren und immer selber abtanken. Und dann später holen wir uns dann einfach das ganze Gespann einfach einmal weg. Ja, das ist schade, dass das halt irgendwie
Also anscheinend bei mir funktioniert es ja nicht so, wie ich das gerne hätte. Mit dem. Mit dem selbstständigen Abtanken des Rüben. Oh fuck, ey, was mache ich hier? Das ist auch so eine Sache. Wenn ich den Anhänger nicht vorne dran habe, dann kriege ich den nicht rückwärts bewegt. Wenn ich ihn vorne dran habe, passt mal auf. Wenn ich ihn vorne dran hänge und auch noch in dieser Ansicht bin, bin ich der Anhängergott, ne? Bin ich der Anhängergott. Weil die Deichsel halt wesentlich schneller darauf reagiert, was ich hier mache. Schau dir das mal an hier. Zack, da ist er. Easy, easy peasy. Da ist der Kollege ab. Und jetzt holen wir uns die beiden Anhänger hier. Zacki. Damit werde ich jetzt rüberfahren zu Feld 8. Schüsseln. Wie heißt das eine Wort nochmal? Wie wird das ausgesprochen? Jokeln? Keine Ahnung. Juckeln, genau. Damit juckeln wir mal rüber. Juckel ab. Juckeln wir mal rüber zum Feld 8. Dann kann der nämlich. Das sieht alles gut aus. Sag mir Bescheid, wenn du da bist. Und das war natürlich auch wieder schlau, dass ich durch alle durchswitche, anstatt einmal auszusteigen und dann das richtige Fahrzeug zu nehmen. Hier werden wir einfach Feld 8 und Feld 8 vom Hof. Wieder eine Überführung. Fangen wir am nächsten an und sag mir Bescheid, wenn du da bist. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das ist die Geschichte mit dem fangen wir am nächsten an. Manchmal hast du dann halt einfach die Probleme, dass der sonst wohin fährt. Ah ja, cool. Der Kollege ist gerade hier, das passt. Stimmt, wir wollen ja noch ein bisschen düngen, ne? Was heißt wir wollen? Wir müssen. Wir sind ja dazu verpflichtet, unsere Felder ausreichend zu düngen, damit die Pflanzen auch gut wachsen, ne? Wir können ja nicht einfach unsere Pflanzen so vor sich her kümmern lassen, das geht ja gar nicht. Und das sind einige Felder, die gedüngt werden müssen. Deswegen haue ich mal den Streuer hier voll. Bis oben hin, randvoll quasi. Einmal voll machen, abschmieren. Und mal gucken, ob wir die restlichen Big Packs mit nach Hause nehmen oder ob ich sie hier stehen lasse. Ich bin mir noch nicht so sicher. Der hat eine ganz schöne weite Strecke hinter sich gehabt. Was? Der braucht auch ganz schön viel, ne? Beziehungsweise da geht ganz schön viel rein. Das ist ganz schön cool. Oh, wir könnten eigentlich rein theoretisch. Wir sind ja hier, ne? Und ich glaube, das Feld 27 muss auch gedüngt werden noch, ne? Oh, ich wollte gerade sagen, ey, habe ich das. Feld 27 ist Zuckerrüben. Oh, ist aber noch ein Wachstum. Aber guckt euch mal, wie viele. Das sind ganz schön viele. Feld 28 muss gedüngt werden. Da fahren wir mal kurz rüber. Fahren. Dann kann er nämlich gleich beim Feld 28 schon anfangen. Das ist hier gleich um die Ecke. Da mache ich jetzt kein großes Theater davon. Obwohl, da stecken jetzt gerade welche fest, ne? Ach so, das ist, die da feststecken, das ist mehr oder weniger gewollt. Das eine ist der Abfahrer. Der wartet ja darauf, dass es weitergeht. Und das andere ist der Zuckerrübenmensch, ne? Der Rübenroder. Den müssen wir gleich draufschicken auf den Kurs, auf die Strecke. So, Feld 28, ne? Ja, Feld 28. Wir wollen wieder düngen. Das heißt, hier die ganze Geschichte zum Draufschmeißen einstellen. Feld 28. Na komm. Wir stehen im Nordwesten diesmal und wir wollen Richtung Osten. Zack. Denn zum ersten. Und nö, der Rest passt. So, du meldest mir, dass du fertig bist. Ah, das ist cool. Dann kannst du nochmal abfahren. Sofort abfahren. Das funktioniert nicht. Gut, dann kommst du raus. Zack, tschüss. Zack, tschüss, bumm. Feld 2 zum Hof. Genau. Eine Überführung. Und sag mir Bescheid, wenn du da bist. So, du wartest. Beziehungsweise ist ganz gut. Dann kann ich dich gleich mal entlassen. Du wirst nämlich tatsächlich, auch wenn es dir vielleicht nicht ganz so gefällt, aber du bist hier anfangen. Wird blockiert durch ein Objekt. Ah, gut. Ich nehme mal den Train hier aus dem Weg.
So ein Gespann habe ich übrigens letztens in Kiel gesehen. So ein Gespann aller. Also Anhänger, also ein Traktor mit zwei Anhängern hinten dran. Total krass. Und wenn man sich das eigentlich mal so durch den Kopf gehen lässt, ist das ja ganz schön viel, ne? Das sind jetzt ja auch 42 Tonnen, die er da zieht. Ich finde das nämlich immer sehr, sehr krass, wenn ich das bei anderen sehe. Die Folge ist gleich schon wieder zu Ende. Dann schnacken wir darüber morgen, ne? Was ich bei anderen immer so sehe. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich wieder dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön dafür. Bedanke mich für den ganzen Support, für das Feedback, für die Likes, für die Abos. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.